Ich mache jetzt mal Folgendes, ich teile jetzt mal den Bildschirm. Sie natürlich versuchen, mich wegen jedem Scheiß anzuklagen. Das ist Standard. Ich bin 170.000 Mal wegen irgendwelchen Quatsch irgendwo angemacht worden. Aber die Leute sterben von irgendwas. Ne? Und das ist eine ganz klare Sache. Und die werden von irgendwas krank. Das heißt also, dass wir es nicht definieren wissen, heißt nicht, dass es das nicht gibt. Etwas kritische Fragen an dich. Gerne. Und zwar, warum wissen Sie, lieber Kalka, nicht, dass Viren weder nachgewiesen noch jemals propagiert werden konnten? Also, das nennt sich T2-Frage. Ich habe die Fotos hier, sieht wunderschön aus, sitzt auf jeder E. coli-Bakterie und nennt sich Virus. Also, wenn da mir jemand sagen will, er weiß mehr, dann soll er sich erstmal warm anziehen. Ich bin kein Virologe, aber ich bin mittlerweile mit vielen, vielen, vielen Virologen zusammen. Das heißt aber, wenn ich jetzt genau die richtige Sache, das ist gut, wir sagen, wir sprechen ja nicht über Viren, wir sprechen dann über was? Wir sprechen dann über Vesikel. Ja, das ist logisch. Ich gehe auch davon aus, dass es nicht der Virus, sondern die Vesikel sind, die dich in Wirklichkeit anstecken, weil die Geschwindigkeit des Virus ist einfach viel zu schnell und die Vesikel kann ich so nicht einfach nachweisen. Also das ist schon ganz klar. Aber um jetzt einfach da das Internet Geräusche oder Sachen nachzuerzählen, muss man erstmal ganz genau wissen, was man sagt. Also der die Frage gemacht hat, ich kann ihn einladen dazu auf meiner Webseite. Wir haben die In-Silico-Studie gemacht, wo also die ACE2-Rezeptoren innerhalb des Proteins genau nachgewiesen an die verschiedenen Strukturen, in der 23, in der 441 auch und die verschiedenen Struktursachen. Und wenn er mir das widerlegen kann, gerne. Was ist ein Virus? Ich spreche nicht dagegen. Dass der Virus als solches nicht richtig definiert ist, keine Frage. Gar keine Frage. Logischerweise nicht. Aber die Leute sterben von irgendwas. Ne? Und das ist eine ganz klare Sache. Und die werden von irgendwas krank. Das heißt also, dass wir es nicht definieren wissen, heißt nicht, dass es das nicht gibt. Also sagen, dass es etwas nicht gibt, heißt, es ist inexistent. Und ich werde nicht krank aufgrund von inexistenten Sachen. Frage ist, ob das richtig definiert ist. Es ist nicht das Gleiche, ob ich einen Stein an den Kopf kriege oder einen Meteorit. Beides sind Steine. Aber es muss richtig definiert werden, denn ein Stein, vielleicht überlebe ich einen Meteorit nicht. Stimmt es, dass du in Argentinien angeklagt wurdest und dir eine Strafe droht? Das ist auch ein toller Fake. Der wird von den, wie heißen die nochmal, Faktcheckern, oder so ähnlich. Wird es immer gesagt, aber ich möchte einfach mal so einige Beweise da machen. Jetzt kann ich mal kommen. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich teile jetzt mal den Bildschirm und dann kann man sehen, was hier wirklich ist. Und da nehmen wir mal hier diesen Bildschirm. So, bitteschön. Kann man das sehen hier? Ja. So, dann sieht man also ganz klar, hat hier also den Bildschirm. Das ist da, wo es ist. Gracias. Also, das ist Neuquén. Giro in la casa de multiple. Also der Fall wurde geschlossen und ich wurde nicht ich, sondern die Eltern wurden von dem Kind angeklagt. Und darunter ist der Fall wird eingestellt wegen Dioxidechloro und den Einsatz. Also dieser Fiskal hat dann überhaupt alles eingestellt, dass sie natürlich versuchen, mich wegen jedem Scheiß anzuklagen. Das ist Standard. Ich bin 170.000 Mal wegen irgendwelchen Quatsch irgendwo angemacht worden. Das Kind hatte, dem fehlte, dem Kind fehlte sogar Chlor in der Autopsie. Also das ist totaler Bullshit. Es werden aber auch noch andere so Leute, die, was weiß ich, da werden Leute angeklagt, die haben, was weiß ich, Chlordioxid verkauft und weil ich ein Buch geschrieben habe, bin ich dann auch in der Gruppe drin oder sowas. Das ist Standard. Also so einfach ist das nicht. So leicht kriegt man mich nicht. Okay, sehr gut. Danke für Abgesehen dieses. davon möchte ich auch darauf hinweisen, dass die Leute, die sozusagen diese Sachen verbreiten und wenn sie sie nicht richtig stellen, sich auch strafbar machen. Ja, also aktuell wird über dich ganz viel Blödsinn verbreitet im Internet und auch über Chlordioxid, sage ich mal. Das ist unglaublich, was für Geschütze die jetzt aufgefahren haben. Also Frage Google. ist, die Frage ist nicht was, sondern warum? Warum musst du dazu quasi gezwungen werden, dich zu impfen? Warum wird Riesengeschütze gegen etwas aufgefahren, was noch niemand umgebracht hat? Oder angeblich stirbt einer davon, während 60.000, 70.000 Tode mittlerweile bei der Impfung nachgewiesen sind und während mittlerweile sogar schon
Die FDA, also von Peru, hat gerade ein Warning rausgebracht wegen auf die Impfungen und viele andere Sachen auch. Also da können 50.000 Leute sterben und keinen kratzt es. Und hier stirbt keiner und alle machen ein großes Geschrei. Was ist denn da los? Und die Leute wachen auf, denn so blöd sind die Leute auch nicht. Und wenn du siehst, dass die ganzen kleinen Journalisten irgendwo alle sagen, ja, das wirkt wirklich. Und es gibt viele Beweise dafür. Ja, und die Großen sagen nicht, dann sagst du mal, was ist denn hier los? Ich kann dann immer nur auf Mark Twain, also den Schriftsteller Mark Twain, verweisen. Der hat ein ganz tolles Zitat und sagte, also auch mit allen Evidenzen der Welt kann ich keinen Idioten überzeugen.